Oder willst du erstmal schnell schlafen? Es wird gerade hell. Gut. Ja, guck mal, zwei große Birken, zwei große Birken. Ich weiß, wo wir sind. Wir Ach so, na, bist du jetzt schon dahin, Mann. Ich bin direkt in der Ecke, ja. Cool. Ich habe auch ein bisschen Pipi in die Augen. Ach, guck mal. Was denn? Ich bin wieder auf den Server gekommen und stehe oben. Ich sehe mein Haus. Das ist bloß ein viereckiger Block, aber ich sehe es. Also hat er realisiert, dass es ein Fehler war, aber Zombies kann ich immer noch nicht schlagen. Kann ich die Kuh schlagen? Ja. Also irgendwas stimmt immer noch nicht. Wenn ich gleich zu Hause bin. Aua. Und du irgendwas rumtesten willst, ich muss ja jetzt sowieso erstmal. Also, ich muss jetzt erstmal ausräumen. Können wir erstmal gucken, wie es läuft. Für den Fall. Alter. Was denn? Bist du am Hast du es gesehen? Nee, was denn? Stand gerade im Chat, dass ich gestorben bin. Schon wieder? Ja, hier lädt gerade überhaupt nichts. Ich stehe in meinem Haus und sehe hier drüben das Innere vom Berg. Ja, und ich bin halt gelaufen und immer, wenn hat man mal kurz geruckelt und dann stand ich wieder da, wo ich mich eingeloggt habe. Genauso geht's jetzt. Ich laufe raus und 20 Sekunden später stehe ich wieder drinnen am Bett. Ich bin zu Hause, ich bin zu Hause. Soll ich mal rumkommen, wenn du sowieso bei dir zu Hause bist? Na, bei dir läuft alles normal, oder was? Bei mir läuft alles tutti. Ich hab so beim Monster schlagen, dass ich die Monster hitte und sagen wir so eine halbe Sekunde später, die dann halt erst Schaden nimmt, beziehungsweise anfangen mit brennen. Aber ansonsten ist bei mir eine Falle. Ich stehe aktuell, also jetzt. Gerade sieht mal so aus, als wenn es jetzt gehen könnte. So, ich nehme jetzt auch nichts mit, außer im Bett. Halt, stopp, ich komme rüber. Ne. Ich muss meine Sachen wiederfinden, weil sonst macht das keinen Sinn. Bei mir lädt die Insel, die hinter deinem Haus ist, nicht. Aber da ist ein Königsschwein. Acke, nix. Da oben. Ja. Die über meinem Haus ist quasi. Du bist wohl jetzt schon wieder losgelaufen, oder was? Ja. Okay. Ich wollte mal Menschen sehen. Da kannst du ja gleich mal ins Dorf gucken und gucken, ob bei dir noch jemand lebt. Stimmt, das war ja auch noch auf der Du-Du-Liste. Weil bei mir rennen ja noch zwei herum. Sonst. Und jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Du hast keine Türen mehr klatschen, keine mehr rumplägen. Ha, ha. So, da laufen wir den Weg, den wir gerade gelaufen sind, nochmal. In der Hoffnung, wir finden denselben Weg nochmal. Ja, die Hälfte ist übrigens vom Level, die dir bleibt, weil ich bin jetzt wieder Level 13. Naja, das ist aber auch nicht normal, dass im Dorf die Türen überall auf sind. Naja. Irgendwas. Jetzt hab ich gerade gedacht, hier liegt eine Diamant-Axt rum. Aber? Das war eine. Ein Huhn. Wo das drinnen gesteckt hat. Gib die Brille her, ich will die Sandbrille haben. Na, hast du hier alle Türen offen gelassen? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Hm. Normalerweise rennen die ja rum und klatschen die immer auf und zu und keine Ahnung. Ja, ich versuche die trotzdem meistens zuzumachen. Ich glaube halt, dass beim letzten Mal, das eine Mal, wo ich da war, dass er da, wo ich hier nachts da drin war, in dem Tinkers Haus, dass da draußen so viele Zombies rumgerannt sind. Ah, ich habe auch keine kaputte Tür gefunden. Ja, ich auch nicht. Aber in der Theorie. Ah. Die müssten doch trotzdem neu spawnen.
zu der neuen Insel hier, die ich gerade vorhin so aus Versehen gefunden habe, da gehen sogar so Ranken bis fast ganz hoch. Okay. Das müssen wir mal im Auge behalten, ja? Ob hier in Zukunft was spawnt oder nicht spawnt. Ich will sagen, wie es ist, wenn man die Türen abbaut und die Türen neu setzt. Weil normalerweise kommen die ja so viele Türen, wie es gibt, dachte ich. Ja, die Spawnrate bezieht sich irgendwie auf die Türen. Das stimmt. Aber das ist doof. Wir wollten ja irgendwann mal neue Häuser bauen. Naja, schön bauen auf jeden Fall. Weil du hast ja jetzt lange genug expeditioniert. Also ich habe ja zwischendrin schon gesagt, dass ich bis Folge 100 nicht auf Expedition gehe. Nicht erneut auf Expedition gehe. Weil es reicht jetzt erstmal. So, oder jetzt muss ich kurz überlegen. Hier bin ich vorhin lang gefahren. Dann bin ich... Aha, da ist ja schon mein Todesstrahl. Ja, also das mit den Grabsteinen, dass du halt die Strahlen siehst, finde ich, haben sie auch ziemlich cool gemacht. Ja. Weil gerade im Dschungel, im Dschungel oder Sumpf oder so ein Scheiß, was halt unübersichtlich ist. Ja, wenn du halt nicht ja F3 nutzt, hast du halt sonst ein Problem. Ja. Und da ich mir ja vorgenommen habe, F3 nicht zu nutzen, ist es halt mit dem Atlas schon eine coole Variante. Ist halt jetzt doof, dass es mich ja der Backclay das zweite Mal getötet hat. Oder dieses Server hängt seit gerade eben. Ah, das mit den Krokodilen, das muss schon halt unbedingt mal direkt mal googeln. Was der Experten dazu sagen zu dem Problem mit den Krokos. Da unten steht mein Grab. Mein kleines, bescheidenes Grab. Ein einfaches Holzkreuz. Ein Steinkreuz. Yeah. So. So, das hat schon mal geklappt. Ja, mein Keller. Jetzt wird's lustig. Atlas. Hat sich immer noch nicht weiter synchronisiert. Die Richtung ist immer noch gut. Ach, hier liegen noch meine XP rum. Zumindest noch für 5 Leben. Mitnehmen. So, ein paar Erze abbauen. Was haben wir denn? Ja, ich muss ja erstmal ja alles irgendwo hinschieben und wegpacken, weil einschmelzen geht ja nicht. Wäre blöd, weil wegen Waldschmiede etc. Kugel weg. Ich bin heute nicht gut gelaunt. Na, wie ist denn das? Triebsand. Achso. Wenn du sagst, Atlas kopieren, wie mach ich denn das? Kannst du die zusammen craften? Also einfach die beiden zusammen ins Crafting-Menü tun? Ja, dann kriege ich einen wieder raus. Ja, und das ist dann bestimmt ein kombinierter, würde ich sagen. Boah, ist ja voll scheiße. Wegen? Ne, hätte ich 2 rausgekriegt, die dann gleich sind, hätte ich gesagt, pass auf, den einen nimmst du mit, den anderen lässt du für so einen Notfall wie bei dir gerade eben zu Hause. Ja, du kannst den aber, glaube ich, dann kopieren, indem du den vollen und einen leeren nimmst. Das müsste, glaube ich, gehen. So kannst du die zusammenlegen und wenn du einen vollen und einen leeren nimmst, kopierst du die, glaube ich. Okay. Oder musst noch irgendwas mit dazu tun, das kann auch sein. Ja, ich tue erstmal alles hier in die Kiste stopfen, was ich 321
sowieso auf Expedition mitnehmen müsste, würde. Kirsche, mitten im Wald. Mir kraut's ja vor dem Rucksack mit Blöcken. Und Fisch hab ich auch Angst vor. Ich hätte ja gesagt, du kannst ja irgendwann noch mal zwischenfolgen, kann man ja mal. Da hätte man eine Pause machen können, da kannst du den Rucksack ausräumen, aber da ich ja auf Expedition bin, ist dann für mich halt doof. Also kannst du heute nach der Aufnahme Session, kannst du loslegen. Ja, danke. Bitte. Bitte, bitte. Ich hoffe ja jetzt schon irgendwo, dass ich hier mal irgendwo am Horizont schon doch schon mein Grab sehe. Halt. Jo, mach dich mal Bett bereit irgendwie. Alter! Heute wollen sie es alle wissen, ja. Ich lieg im Bett. Ach, geht schon? Ja, also ich lieg. Ich lieg auch. So geil. Am Wasser. Wie romantisch. Ja. Was auch geil ist, früh mal aufstehen, ohne Bett abzubauen. Glaub ich. Vor allem, ich könnte mich so in den Arsch beißen, weil ich es auch noch gesagt habe. Ich könnte ja mal ein Bett aufbauen und stehen lassen, bevor ich in den Sumpf gehe. Das erinnert mich so an The Forest. Oh, ein Glück ist schönes Wetter. Zack, bam. Blitz und Donner. Apropos The Forest. Staffel 3. Bist du Fragezeichen? Kettensägen, geil. Oh, so allgemein. So in Hardcore-Mode spielen oder so. Zweige essen, Kokosnuss. Oder wir stoppen eine Versus-Staffel. Die dann wie aussehen soll? Na, 10 Folgen, also stoppen, 10 Folgen friedlich und dann gib ihm. Ich brauch mehr Kisten. Eigentlich tue ich bloß gerade grob raussortieren, essen etc. Ich lenke doch gleich ab, hat Angst, dass er stirbt. Was? Okay. Guck doch meine 50 Folgen, Junge. Ja, krass, ich survival. Ja, bitte? Hansi? Ja, bitte? Ich setz mal einen Marker. Siehst du den? Warte, ich muss das wieder zu Kiste. Südwestlich von unseren Häusern. Oh, südwestlich vom Dorf. Das ist ein rotes Kreuz, wo hier steht. Schon Panik. Beziehungsweise, siehst du den Marker Insel in den Wolken schon? Den Totenkopf? Höllenschlund sehe ich den Totenkopf, ja. Ich habe noch einen Marker gesetzt. Nord, also westlich, ganz leicht im Norden von vom Dorf. Also synchronisiert sich noch nicht, okay. Unser Dorf? Nee. Ah, hier ist ein Tempel, Dorf, Haus, irgendwas. Ich sag doch, Alter, sterben ist das Geilste, was du in Minecraft machen kannst. Alter, das ist so ein Bienenbauer oder sowas. Hier sind diese. Das sind die Bienenhäuser. Richtig krasse Sachen. Bienenkönigin. Geiler Scheiß. Alter, was hatten du? Was hatten du hier bei dir? Vor allem hat er hier Mangrovenholz, das Haus außen, die Stützpfosten, das sieht total geil aus. Kerze? Noch eine Kerze? Ein Ofen mit Speiseöl. Übrigens, ja, gut. Honig. Eine Truhe, Honig. Eisenschaufel, Refined. Bienenmade? Nein, was denn jetzt? Mein Spiel ist abgekannt. Eine vorhandene Verbindung wurde. Remote Host geschlossen. Hä? Zwangspause? Yo. Ich würde sagen, wir unterbrechen das Ganze mal kurz und melden uns dann gleich zurück. Das ist mal, was Sache ist und dann. Jo. Jo.
Bis dahin. Tschutu. Ciao. So, herzlich willkommen, da sind wir wieder. Der Server hat anscheinend einen Neustart gemacht. So mal zwischendurch, keine Ahnung, ob der... Ich dachte halt eigentlich auch, dass der Zeiten hat, aber anscheinend irgendwie nicht. Ja, irgendwie hält er sich nicht dran. Wir müssen da aber nochmal irgendwie genau gucken, dass wir das mal genau einstellen. Vielleicht haben wir das jetzt auch irgendwie so zufällig oder dass er jetzt wählt, wann in der Woche am wenigsten jemand auf dem Server war. Und ja, wer weiß. Ich habe was Cooles gerade gefunden beim Wiederreinkommen. Bla bla bla, habe ich hier so überall hingeklickt und habe da geklickt. Und da ist ein Bett. Er hat hier ein Bett an der Decke hängen. Mega geil. Das ist eine Eisenerz. So. Weiter im Text. Die Richtung sieht gut aus. Wir laufen Richtung dem großen Löwe. Aha. Wenn man zoomend auf dem zuläuft, sieht natürlich auch geil aus. Auf wen? Auf den Löwe. Achso, ich hab das Ding jetzt gar nicht in der Karte markiert. Na gut. Ich muss mich ja erstmal zurechtfinden. Ich hab's ja eh leer gemacht. Hat es eigentlich geklappt? Haben die Karten sich kombiniert oder hast du es nicht probiert? Bei mir so richtig hat es nicht funktioniert. Und sind aber jetzt nur noch eine da oder was? Ja, was hab ich denn da getan? Na, meine erste Expedition, die östlich, wo ich die Ostrunde hatte, wo ich den China-Tempel gefunden habe, die ist nicht drauf. Ich habe jetzt bloß den anderen, also das, wo ich abgelaufen bin. Und das, was bei dir vorhin noch synchronisiert habe, bevor du abgekackt bist. Wachsen Redstone-Blöcke im Gesamten? Kann man die einfach so finden? Nee. Weil hier geht's gerade ein bisschen unter. Alter, wie geil ist das denn? Hier geht's in so eine kleine Höhle rein und da sind feuerrote Blöcke an der Wand. Also ich habe noch nie gesehen, dass Redstone Blöcke. Warum brennt denn der kleine Zombie nicht, wenn hier die Sonne scheint? Zu dunkel. Ich geh jetzt mal dahin und guck, was die roten Blöcke sind. Obwohl ich da zwei Creeper am Stehen sehen. Das wird Bruchstein. Hier war Kies. Kies war voll. Suboptimal. Alter, das sind Redstone-Blöcke. Das sind Redstone-Blöcke. Okay. Einfach so hier direkt an der Wand. Wolle. Kannst du einfach wegkloppen und als Redstone-Block ernten. Von Minecraft, direkt ohne irgendeine Mod. Ich möchte aber, glaube ich, trotzdem erstmal schlafen, bevor ich mich hier unten reinbaue. Können wir schlafen? Jo. Oder? Mein Matschschubfach ist voll. Dein Matsch? Ich liege. Ich auch. Ich habe ein Schubfach voll Matsch, ja, das ist voll. Okay, ich will es nicht wissen. Warum hat ein Mensch ein Matsch-Schubfach? Warum nicht? Brauchst du Matsch? Xylit. Alter, das ist richtig viel Redstone. Die ganze Höhle hier ist voll. Hier sind Wände aus Redstone. Aus Redstone-Blöcken. Okay. Ist hier ein gesamter Ring. Hä? Ach, das steht, check ich. Alter, frag mich nicht. Okay, ich hab zwei Schubladen voll Sand. Können wir Glastempel bauen? Ja, mit Sicherheit. Grauwolle. Ich bin mir gerade hier nicht sicher, ob das ein Bug ist. Mit dem ganzen Redstone? Ja. Alter!
Jetzt hilft mir auch noch ein Creeper beim Abbauen. Der ist aber freundlich. Der Assi. Neun Redstone kriegt man aus einem so einem Block, ne? Ja. Und normalerweise, wenn man Redstone-Erz abbaut, wie viel kommt denn da raus? Je nachdem, wie groß deine, oder ob du eine Spitzhacke hast mit dem Ding, kommt natürlich mehr raus. Ansonsten, weiß ich nicht ganz, 2 bis 4, schätze ich mal, weil die Redstone-Vorkommen sind ja meistens nicht so groß und trotzdem hat man halt... 2 bis 4 dachte ich auch, also ich dachte auch so 3 oder 4. Dann lohnt sich das hier ja gerade richtig. Ach du Kacke. So. Der ist leer. Dame. Ja. Viele. Und ich baue das mit einer ganz normalen Eisenspitzhacke ab. Die ich eigentlich nur just for fun mitgenommen habe, weil ich eigentlich ja. Eigentlich wollte ich nur ein Schwert mitnehmen, weil ich wollte ja eigentlich nur zu meinem Rucksack laufen. Zu meinem ersten Grab. Ja, wie das halt immer so ist, ne? Eigentlich. Ich habe aber noch nicht mal Kohle gefunden. Ich kann ja nicht mal eine Fackel hier unten bauen. Aber Hauptsache hier. Ein paar Stacks Redstone. Kann man denn eigentlich eine Truhe öffnen? Gleichzeitig mit dem Rucksack. Das meiste Zeug. Ja. So ein Scheißspiel. Kannst du halt nur. Da kannst du dein ganzes Inventar einfach auf den Boden werfen. Dich vor die Kiste stellen. Und dann nimmst du es ja automatisch wieder auf. 4 volle Rucksäcke. Pack ich einfach hier mitten in die Halle oder was? Na, dann hast du noch 3 FPS. Dann kannst du lossortieren. Was ist denn hier? Ich finde das ja recht geil, dass ich jetzt gerade so viel Redstone finde, aber das könnte auch ein Ende haben. Ich will es aber nicht chillen. Hast du einen Plan, was Xylit ist? Xylit? Nein, keine Ahnung. Das ist dieser rote Stein, also dieses rote Gestein, oder schwarze Gestein, ja. Okay, der Redstone ist hier sogar bis nach außen gewachsen, also man hätte nicht mal in die Höhle reingucken müssen. Auf der anderen Seite vom Berg hat er sogar rausgeragt. Sau. Gut, also Redstone Vorkommen. Es ist wahrscheinlich wirklich so. Der Biom-Generator generiert ja wahrscheinlich erst interessante Sachen, wenn du mindestens einmal gestorben bist. Ja, ich habe vorhin nichts gefunden. Bin gestorben, bin wieder dahin gelaufen. Hab jetzt hier dieses riesen Redstone Vorkommen gefunden. Und vorher halt jetzt schon dieses Bienenmannhäuschen. Jetzt ja auch nichts Besonderes, aber ich habe schon mal eine Larve. Ich hätte so ein Bienenhaus abbauen können, aber das wollte ich jetzt nicht. Ey. Das ist irre, ja. Viel Dirt. Dingens. Blitzruder. Das Alu-Zeug. Ich weiß ja gar nicht, für was man jetzt so viel Redstone brauchen soll. Ich meine, früher war ja hier alles Redstone, Schaltkreise, der automatisierte Ofen und alles. Redstone gepowert, ja. Und jetzt? Gibt's da mehr Möglichkeiten. Weil sonst wäre das jetzt einfach. Ich hab noch einen Lernatlas, auch cool. Ja, probier das mal mit dem Lernatlas. Aber nicht vorher draufklicken, weil sobald du drauf drückst, ist das ja. Weißt du, vielleicht kannst du da die Karte kopieren. Na, ich weiß nicht, wie rum du die einfügen musst, weil. Ich hätte ja gesagt, naja, gut, dann wär so oder sowas dazugekommen. Weiß ich nicht. Kannst du ja mal ins Inventar tun. Eigentlich siehst du ja, was bei rauskommt. Kannst du ja mal so rum und so rum, ob es dir da irgendwas anderes drüben anzeigt, was rauskommt. Kurz gucken, wie ich das einmal hab.
Antik Atlas 3. MT Antik Atlas und Antik Atlas 3. Also ich würde den neuen quasi plus. Ah ne, mit dem leeren Atlas kannst du kopieren, dann hast du den zweimal. Ich würde zweimal den Dreier rauskriegen. Also so wie er jetzt quasi ist. Mhm. Cool. Also kann man das dann wirklich machen, wenn du den vollen Atlas hast nach einer Expedition, kopierst du den nochmal. Oder auch während einer Expedition, dann craftest du halt einfach noch einen Atlas und lässt mal irgendwo in einem Dorf im Bett stehen und legst daneben eine Kiste und legst in die Kiste den Atlas rein. Und dann bist du wenigstens schon mal wieder dort. Gut, bringt dir dann auch nichts, weil dann siehst du ja trotzdem dein Dings nicht. Da, wo du gestorben bist. Ja, genau. Werkzeuge. Ah, es ist schon praktisch, ab und zu mal in einer Expedition in den Atlas zu gucken, dass man wenigstens grob weiß, wo man sich befindet. Wo die Richtung ist, ja. Aua, 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 du Pinner, ey. Kleiner Pimmel. Was? Das ist schon wieder. Ist das nicht geil, dass jetzt schon wieder meine Spitzhacke gleich kaputt ist? Richtig geile Scheiße. Eisen hab ich ja keins mitgenommen, weil. Schau ja bloß meinen Rucksack. Dieses werden wir brauchen. Aprikosensetzling, Eukalyptus-Setzling, dunkler Setzling. Schwer hier so krasse Gärten bauen können. Topaz-Setzling. Ja. Kloster in Gold. So, das war schon mal gewesen sein. Rest und Zeit ist. Ich werde bei der nächsten Höhlenexpedition, die ich irgendwann mal mache. Ich mach's jetzt schon offiziell, ich nehme keinen Redstone mehr mit. Inventar voll? Nein. Aber ich hab einfach genug. Ich kann einfach sagen, ich hab genug. Hab ich denn Zucker irgendwo? Nee, noch nicht. Soll ich dir sagen, wie viel genug ist? Ich kann mir gerade halbwegs denken. Ich habe 3 Stacks Redstone-Blöcke und 6 einzelne. Blöcke. Und Blöcke. Okay, das sollte reichen. Ich leg die hier rein und kriege aus einem Block 9 Redstone. Ganz normal aus Minecraft. Ohne irgendeine Mod. LKWs hört man wahrscheinlich auch. LKWs hört man, aber wahrscheinlich auch nur, wenn du gerade dabei redest, weil ich habe mir erst gehört, ab dem Punkt, wo du gefragt hast. Check. Sind wir schon hoch. Aber jetzt nicht unangenehm, also man hat im Hintergrund gehört, dass es ein LKW ist, aber es war jetzt nicht penetrant laut. Das Schlimme ist, ich muss jetzt so ein verhasstes Sumpfbiom finden, um meine Leiche wiederzufinden. Sumpfbiom ist in der Knaller. Fetzen wie Sau. Frische La Bombas, Junge. Weißt du, was ich jetzt mach? Schlafen. Nee. Doch. Nee, achso, doch. Du kannst nicht schlafen. Ey, du kannst nur nachts schlafen. Dann geht gleich los hier, Sonne ist gleich weg. Du siehst doch, ich bin doch outdoor. Der Berg hier vorne gegenüber von meinem Keller muss weg. Ich sehe die Sonne nicht. Ich liege. Mein großer Rucksack ist schon wieder zur Hälfte voll, weil ich aktuell einfach alles mitgenommen habe. Ich liege. Ha, so ungefähr ging mir das Ohr.